Moin Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Ja, es geht los mit Piraten. Und zwar, Okre hat ein neues Modell rausgebracht. Und zwar die Flying Dutchman. Ja, warum ich es aus euch erzähle? Nein, ich werde das Schiff leider nicht bauen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Dafür habe ich noch viel zu viele andere Projekte und meine Werft ist richtig voll mit, ihr wisst das selber, mit 6 Projekten, die ich am Laufen habe. Da passt wirklich kein Schiff mehr dazwischen. Aber ihr könntet ja jetzt für die dunkle Jahreszeit, wie man so schön dazu sagt, euch ein schönes Schiff holen aus der Reihe von Flucht der Karibik. Es gab ja schon mal vor längerer Zeit die Black Pearl. Ich glaube, das war von Hache oder von De Agostini, weiß ich leider nicht ganz genau. Und ich habe mal in meinen Unterlagen gekramt. Haha, ich habe hier noch den Bauplan. Und zwar nicht nur den Bauplan, sondern ich habe auch die Teileliste oder die Teile abgescannt. Also, ich kann mir die Black Pearl bauen und in dem gleichen Zuge, aber wie gesagt, das erst nächstes Jahr, werde ich die Flying Dutchman bauen. Und zwar die Flying Dutchman, die gibt es hier bei corona-net.de. Natürlich auch wieder mit Eddy-Rabatt. Das heißt also, ihr spart da ein paar Euronen, dass ihr euch vielleicht die Farbe und den Ständer und eventuell auch das Lichtset holt. Zu diesen Teilen sage ich gleich noch was dazu. Ja. Ich habe hier einmal so Blätter, das habe ich mir schon mal vor längerer Zeit ausgedruckt. Das habe ich nämlich mit der Black Pearl zusammen, wo ich das bekommen habe. Da habe ich mir gedacht, vielleicht könntest du auf Basis der Black Pearl auch die Flying Dutchman bauen. Und dann könnte man die ja irgendwie so nebeneinander drapieren. Aber jetzt nimmt Okre mir diese Mühe ab. Sie präsentieren einen Bausatz. Das ist wunderbar. Und der Bausatz ist in 1:50. Und die natürlich auch, die Black Pearl. Und daher passt das unheimlich toll zusammen. Ja, die Black Pearl, Flying Dutchman von Okre sieht ein bisschen anders aus. Und zwar, ich kann euch das hier vielleicht mal zeigen, auf diesem Bildchen hier. Das Heck sieht ein bisschen anders aus bei Okre, als wie es in den Filmaufnahmen ist. Aber ansonsten vorne auch mit dem Bug, ne, mit diesem Gebiss vorne dran da und so weiter. Und auch vorne mit den Schotten und so weiter und den Türen und Tralala und Kanonenluken und so weiter. Und auch den Ornamenten. Das sieht alles filmidentisch aus. Ja, ich freue mich ganz doll, dass ich euch diesen Bausatz präsentieren darf. Ich mache leider auch kein Unboxing. Ich mache hier nur einmal die Werbeschleife und zwar für corona-net.de. Natürlich, wie gesagt, gebt in den Mitteilungen, den findet ihr auf der dritten Seite. Na, als erstes macht ihr, sag mal, das Modell bestellen und dann gebt ihr irgendwann die Adressen rein und tralala und Zahlungsart und so weiter. Und dann geht es zur Kasse. Und wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr unten drunter steht eine Mitteilung. Da könnt ihr dann zum Beispiel Eddy-Rabatt reinschreiben. Oder wo ihr das hingeschickt haben möchtet. Oder. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist natürlich Eddy-Rabatt. Und ja, dann bestellt ihr das ganz einfach, zahlt und dann habt ihr ein bisschen Geld gespart. Wie das bei den anderen Modellen über Eddy-Rabatt dann auch geht. Aber nur bei corona-net.de. Okre hat momentan ein paar Komplettangebote, aber da habt ihr leider keinen Rabatt bekommen. Das könnt ihr natürlich auch bestellen. Da wären denn die Farben dabei, da ist der Ständer dabei und da ist das Lichtset mit dabei. Ja, die Flying Dutchman, das komme ich gleich dazu, die hat, wie gesagt, keinen Ständer, das Modell. Also ihr müsstet euch irgendwie selber einen bauen oder ihr kauft
den von Okre, den sie damit zu anbieten. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der kostet 59 Euro oder so. Aber wie gesagt, mit Eddy-Rabatt wird er ein bisschen günstiger. Und aber der Ständer ist ein Muss. Der ist wirklich gigantisch. Das sieht so aus, als wenn das geschichtete Steine sind und so weiter. Und dann hat er noch die, diese Tentakeln von der Krake und so weiter. Das sieht schon echt mega aus. Und so ein kleines abgesoffenes Boot ist auch noch mit da dran. Und das kann man farblich richtig toll in Szene setzen. Und wenn ich sie dann irgendwann mal baue, dann werde ich euch natürlich auch noch ein paar Anregungen machen, wie ich das in Szene setze. Man kann da zum Beispiel auch so ein bisschen mit Neonfarben spielen und dann links und rechts an den Ständer oder von oben irgendwie ein kleines LED-Lämpchen als Scheinwerfer zum Beispiel aus dem Eisenbahnbereich und so weiter so einen kleinen Strahler raufleuchten lassen, dann wirkt das alles ein bisschen gespenstisch. Ja, fange ich gleich einmal mit dem Lichtset an. Ich bin der Meinung, Lichtset kostet, glaube ich, 39 Euro. Ich würde mir selber kaufen, sage ich mal so rum. Also ich finde das ein bisschen viel Geld für die Sachen, dass man da alles noch zusammenlöten muss. Man bekommt die Widerstände, man bekommt einen Batteriekasten, man bekommt die LEDs und man bekommt Kabel dazu. Und natürlich eine Montageanleitung. Die Montageanleitung, das ist natürlich eine wichtige Sache. Wer sich so elektrisch nicht so gut auskennt, so wie ich zum Beispiel. Ich habe mir sowas ja auch viel immer beigebracht und ich mache sowas ja auch in der Wiki und in der Royal Williams. Und da habe ich euch mal so ein bisschen Eddy-like das aufgezeichnet. Ich mache das immer so, dass ihr habt hier einen Batteriekasten. Habe ich auch hingeschrieben. Batteriekasten. Da geht raus, Plus und Minus. Und ich habe grundsätzlich, das könnt ihr auch andersrum drehen, das ist egal, den Widerstand. Den seht ihr hier, den Widerstand. Und da habe ich jetzt drei LEDs in Reihe geschaltet. Nicht parallel. Parallel heißt Plus, Plus, Plus und Minus, Minus, Minus. Dann leuchten sie alle gleich und alle gleich hell. Aber ihr könnt das in Reihe schalten. Das heißt, ihr geht mit dem ersten Kabel Plus an den langen, das wäre der Plus. Und dann geht ihr von den kurzen wiederum an den langen von der nächsten, wieder von den kurzen an den langen zur nächsten. Und den kurzen, der geht dann wieder direkt an die Batterie. Das ist nämlich für mich, ich sage jetzt einfach Minus dazu. Jetzt kommen wahrscheinlich die Elektriker um die, das heißt Kathode und Anode und Masse und Null und ja, weiß ich. Ich weiß aber nicht, was ist. Für mich ist das Plus und Minus, Rot und Schwarz und damit hat sich die Schublade. Und ich verwende da immer LEDs von, die ich mir hier von meinen Haus da, Elektrohaus, hole. Ich hole mir diese kleinen runden Rundkopf-LEDs. Die habe ich in Diffuse-Scape mir bestellt. Und dieses Diffuse-Scape hat so einen orange-roten Ton. Und das macht so richtig so eine Art Petroleumlampe. Das ist der richtige, oder finde ich persönlich, der richtige Ton dabei. Und ich habe natürlich auch die Widerstände dafür. Und für drei LEDs braucht ihr einen Widerstand, wenn ihr sie so in Reihe schaltet. Ihr könnt natürlich auch jede LED mit einem Widerstand ranpacken und das dann alles zusammen in an die Batterie ranpacken, in Plus und Minus. Dann leuchten sie ein bisschen heller. Und ich habe das ja ganz gerne, wenn es so ein bisschen schummerig ist, gerade auf solchen Schiffen. Das waren ja keine Luxusliner, wo ewig Licht ist. Das war ja alles ein bisschen schummrig und dimmrig. Und dann kann man auch drei Stück in Reihe schalten, dann werden die ein bisschen dunkler, die LEDs. Es gibt die Möglichkeit, auch Flacker-LEDs zu nehmen. Und Flacker-LEDs, sagt schon der Name, haben eben halt den Vorteil, dass sie wie eine Lampe eben halt flackern.
Aber ich habe mir das schon mal angeschaut, und zwar, wo ich die Royal Williams gemacht habe, habe ich ein ganzes komplettes Deck mit Flacker-LEDs gemacht. Oh, da hat man richtig Augenkrebs gekriegt, wenn man da etwas länger drauf guckt. Das sieht zwar im ersten Moment schön aus, aber nachher, im Nachhinein ist es ein bisschen störend. Darum würde ich euch raten, verzichtet dort auf Flacker-LEDs. Flacker-LEDs könnt ihr vielleicht hinten für die Hecklampen nehmen. Aber so für den Innenraumbereich und so weiter würde ich immer ganz normale LEDs nehmen, die ein Dauerlicht haben. Achtet bitte auch noch darauf, wenn ihr die LEDs zusammen in Reihe schaltet, macht nicht zwei normale LEDs und eine Flacker-LED, denn flackern alle drei. Das ist mir auch schon passiert. Also entweder macht ihr alle drei oder zwei LEDs, Flacker-LEDs zusammen und legt sie extra an den Batteriekasten, aber mischt sie nicht mit den normalen, dann flackern die normalen auch alle mit. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Ich weiß nur, es funktioniert nicht, also mache ich das nicht. Ja, dann gibt es noch eine ganz tolle Neuigkeit. Da hat mich mein Kumpel Winfried drauf gebracht. Ja, wie heißen diese Vögel? Das kann ich gar nicht so richtig sehen. Ja, das sind solche kleinen, sollen auch Widerstände sein. Die sehen aber so richtig klein aus. Die habe ich mir auch bei meinem Händler des Vertrauens geholt. Und da kann man auch wieder in Reihe schalten, so viel LEDs, wie man möchte. Da kann ich also nicht nur drei ranpacken, da kann ich auch meine 10 oder 20, also auf einer Decksebene kann ich alles dort ranklemmen. Das ist dann nicht so kabelintensiv. Und die sollen das irgendwie steuern, wenn die LEDs halt noch ein bisschen mehr Strom brauchen, weil man dort 5 oder 6 dran hat. Dann macht dieser, ich sage jetzt einfach mal Widerstand dazu, macht dieser Widerstand das so, dass der eben halt den Strom dorthin schickt, den die LEDs brauchen. Ja, so ist das eben halt. Und wie ich diese LEDs bemale, darum nehme ich ganz gern diese Rundkopf. Und wenn ich die über Kopf halte, haben die ja diesen Kranz, den male ich mir schwarz und dann male ich immer ein Gitter da drauf, auch in schwarz. Und dadurch sieht das dann aus, als wenn es eine Petroleumlampe, die über Kopf ist. Vielleicht hat, ist im Bausatz wie bei der Black Pearl auch viele Lämpchen drin. Könnt ihr euch natürlich dann auch extra bauen. Wenn ihr möchtet, kann ich ja einmal diese Datei zum Bauen dieser LEDs mit irgendwann mal mit reinpacken. Und aber wie gesagt, so eine LED, die sieht schon ganz gut aus, die ist in 3 mm Größe und das passt dann auch gut zum Maßstab. Wenn das 1 zu 50 ist, 3 mm wären 3 cm und dann mal 5, na, dann hat man 15 cm. Ja, das ist schon eine gute Latüchte, ist das. Okay, das war das zum Elektroset. Wie gesagt, ich würde mir das nicht kaufen, ich würde das mir selbst erstellen. Dann die Farben. Farben würde ich bei mir auch außen vor lassen, weil ich habe so viele Schiffe und das Einzige, was ich mir zulegen würde, ist die schwarze Beize oder schwarz-grau. Ne? Also ich werde da wahrscheinlich auf schwarz gehen, und wenn man das Holz damit bestreicht, kann man das noch einmal so ein bisschen anschleifen. Dann hat man diese Holzstruktur, die da drunter liegt, die hebt man dann noch ein bisschen hervor. Dann sieht das recht gut aus. Das funktioniert. Außer wenn man natürlich das Holz einlegt in die Beize, was ich manchmal auch tue, dann funktioniert das nicht mehr, weil die Beize dann komplett durchgeht. Also streicht das Schiff einfach ganz kurz ein und dann einfach mal mit grobem Schleifpapier darüber, dann holt ihr die Konturen von den unteren Holz wieder raus und das sieht mega geil aus. Seht ihr, habt ihr schon gleich vor dem Bau einen kleinen Tipp dafür bekommen. Dafür müsst ihr aber auch das Schiffchen kaufen bei corona-net.de. Wie gesagt, und vergesst aber nicht, Eddy-Rabatt einzugeben.
Dann komme ich jetzt zu dem Ständer. Der Ständer, wie gesagt, ist ein Muss. Den würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Okay, kostet 60 Euro. Aber wie gesagt, wenn ihr das Stichwort Eddy-Rabatt eingebt, dann habt ihr das ein bisschen günstiger. Ja, was gibt es mir jetzt noch zu sagen? Eigentlich gar nichts. Schaut euch das an auf der Webseite von dem Frank auf corona-net.de. Das ist wirklich, Entschuldigung, ein tolles Schiff. Und kommt Zeit, kommt Rat, werde ich mir das auf jeden Fall zulegen. Und dann werde ich das zusammen mit der Black Pearl bauen. Wenn ihr die Black Pearl haben möchtet, schreibt mich ruhig mal an. Für einen kleinen Obolus würde ich die euch auch brennen und dann würde ich die euch zuschicken. Da geht ihr ganz einfach auf meine Homepage, Eddys Modellwerft, in das Kontaktformular und ja, dann sage ich euch, was ich dafür gerne haben möchte und dann könnt ihr es euch überlegen und dann machen wir das. Okay, das war's dann erst schon mal. Es freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen da lassen oder eben halt auch meinen Kanal abonnieren. Dann seid ihr immer dabei, wenn es wieder mit irgendeiner vielen Projekten weitergeht, hier in Eddys Modellwerft. Bis dahin sage ich Tschüss und bleibt gesund.